Ja, herzlich willkommen zum heutigen Team-Meeting. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute Zeit genommen habt am Feiertag. Aber ich glaube, ja, wir wollen ja eins erreichen, dass wir 365 Tage Feiertag haben, ne? Ich glaube, das ist ja einmal ein gutes Ziel. Ich darf das schon so leben, weil mich oft die Leute fragen, ah, wie machst denn du deine Feiertage? Sage ich, welchen von den 365 Feiertagen meinst du denn? Weil es ist völlig egal, ob Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ob Feiertag, ob Weihnachten, ob andere Feiertage sind. Ich darf mir die Zeit selbst einteilen, jeden Tag, was ich mit meinen 24 Stunden mache. Und das wollen wir als Team erreichen, dass es jeder kann und nicht nur Einzelne. Auch ich habe mich ja im Team zusammengetan mit ein paar Leuten vor ein paar Jahren, um eben als Team voranzugehen. Und das Team ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und genau um das geht es eigentlich heute. Das Thema ist, so baue ich mir eine wirklich große Organisation auf. Ich habe jetzt gerade mit Thomas die letzte Stunde auch gesprochen. Wir sind einige Basics durchgegangen. Thomas Fink hat auch die Entscheidung getroffen, da mit uns im Team durchzustarten, es wirklich groß zu machen auch. Und was ist so das Wichtigste, wenn man etwas groß machen möchte? Der Thomas ist auch im Coaching, er coacht Leute. Und er wird es bestätigen können, das Wichtigste für eine Zielerreichung ist eine Entscheidung. Wenn ich keine Entscheidung treffe, dann werde ich nicht ankommen können, weil ich ja noch gar nicht losstarte. Ich glaube, das Wichtigste ist die Entscheidung, ich tue es. Ich erreiche es. Wie ich vorher gerade erzählt habe, jetzt die Jungen, die jetzt am Nachmittag die Präsentation hatte, da war die Aufnahme noch nicht, um wenigstens nochmal, die haben die Entscheidung getroffen. An einem Feiertag, wo andere Osternester suchen, und sie werden das vielleicht heute auch schon irgendwann getan haben oder vielleicht gestern, die haben die Entscheidung getroffen, heute am Nachmittag bei Sonnenschein eine Präsentation zu machen und Menschen dazu einzuladen. Und haben mich gebeten, dabei zu sein. Wir haben das gemeinsam gemacht, aber die hätten mich gar nicht gebraucht. Die hatten so eine tolle Energie, dass ganz klar war, dass der eine oder andere sich registriert. Das heißt, es ist nicht darum gegangen, welches Know-how hatten die, sondern welche Entscheidung hatten Sie im Kopf getroffen? Ich mache Präsentationen, ich lade Leute ein, ich gehe voran und jeder unserer bekannten Freunde oder auch Leute, die wir nicht kennen, darf sich und kann sich dieser Vision anschließen. Das haben die einfach von der Energie vorangeschickt. Und das war spürbar in der Präsentation. Darum war es völlig egal, dass ich nach einer halben Stunde dann raus bin und habe mich um den Griller gekümmert und dass wir dann einen schönen Nachmittag auch haben, aber die haben in der Zwischenzeit dann registriert. Die haben sich ihr Team aufgebaut, weil eines ist ihnen klar: umso größer das Team, umso größer das Einkommen. Weil umso größer das Team, umso mehr Autoships im Team. Umso mehr Autoships im Team, umso mehr Cycling passiert. Umso größer das Team, umso eher ist es, dass irgendjemand an einem Ostermontag jemand registriert. Und auf einmal schaust du rein und denkst, ups, was ist da passiert? Warum sind da heute 7 Leute mehr im Team drinnen? Wer hat das gemacht? Das heißt, du musst dann gar nicht mehr bei jedem Wachstum deines Unternehmens dabei sein, wenn du die richtige Basis geschaffen hast. Und da geht es schon bei der richtigen Basis schaffen, wenn man sagt, Entscheidung, was will ich wirklich? Dann gibt es, glaube ich, bei der Entscheidung mehrere Themen, die man betrachten soll. Erstens Entscheidung, was will ich für mich, aber auch für mein Team. Wenn du von Anfang nicht nur egoistisch an dich denkst, sondern sagst, okay, ich gehe fürs ganze Team, das sich jetzt aufbauen wird, dann werden sich auch die Freunde anschließen, weil die sagen dann, okay, nicht nur Leo will reich werden, sondern Leo sorgt sich um uns, dass wir nicht dabei sein, wenn er das Ding jetzt da durchzieht und das wirklich groß wird. Der will, dass wir dabei sein. Der will, dass wir dabei sind. Und jeder, der vor 5 Jahren, 4 Jahren, 3 Jahren eingestiegen ist und auch nicht aktiv war in der Zwischenzeit, die meisten von denen haben jetzt schon ein paar Leute unter sich. Manche sogar 100, manche sogar 500, manche sogar mehr. Martina Reiterer, Martina, du hast ja jetzt entschlossen, durchzustarten. Du bist auch Coach und hast jetzt irgendwann mit mir ein paar Mal geplaudert und hast gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wir machen das Ding groß. Was war es für dich, dass du jetzt die Entscheidung getroffen hast? Es war einfach, dass ich will.
Ich habe so einen starken Zug gespürt. Ich bin so begeistert von Moringa. Und es war einfach, dass ich gesagt habe, jetzt will ich. Es war bis jetzt die Zeit irgendwie nicht reif. Und deine Unterstützung und deine Hartnäckigkeit, dass du immer wieder an mich glaubst und mir immer wieder Push gibst, war jetzt einfach, dass ich gesagt habe, ja, und jetzt ist es soweit. Jetzt will ich wirklich. Okay. Kannst du kurz erzählen, was deine Profession ist, was du eigentlich als Hauptberuf machst? Also ich bin Mentalcoach und Gesundheitscoach und ja, und mit den Produkten möchte ich eben meine Kunden auch noch unterstützen und eben dieses Netzwerk jetzt aufbauen. Super, Als zweites gratuliere. Standbein. Und vielleicht für alle anderen, es war nicht der richtige Zeitpunkt für die Martina eine Zeit lang, sie war registriert, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt, wirklich loszustarten. Und jetzt zum Beispiel, wie viele Leute hast du jetzt unter dir, Martina? 330. 330. Sie hatte gar nicht gewusst, dass sie überhaupt jemand unter sich hat. Das heißt, sie hat sich irgendwann registriert bei mir im Team und hat gesagt, Gerd, ich registriere mich, ich mag die Produkte, aber ich bin noch nicht bereit fürs Geschäft. Und ich habe immer an sie geglaubt. Und irgendwann, immer wieder waren wir in Kommunikation, hat sie gesagt, so, und jetzt starte ich durch. Und zum Beispiel der Thomas Fink ist auf dem Ast auch von der Martina Reiterer. Wenn jetzt der Thomas jetzt losstartet, kann er sagen, hey Martina Reiterer, ich habe da jemanden, der würde gern mit einer Frau mal sprechen, die in einer ähnlichen Situation vielleicht ist, ernährungstechnisch arbeitet oder irgendwas. Dann wird die Martina mit Thomas vielleicht das Gespräch machen und der Thomas schreibt Leute ein und der Martina ihr Team und der Thomas wird größer. Weil wenn Thomas sein Team wird, größer wird, wird der Martina ihr Team automatisch größer. Der Thomas war vorher schon ein bisschen früher in der Leitung, auch der Willi. Und der Willi hat mit Thomas geplaudert und mit mir. Und der Thomas gesagt, ich kenne auch einen Tennistrainer. Jetzt wird der Thomas mit dem Willi einen Termin machen, weil der Willi ist Tennistrainer. Der Thomas nimmt den Willi dazu. Und der Thomas wird vielleicht den nächsten Tennistrainer einschreiben. Und der Willi hat dadurch ein größeres Team. Und auch die Martina hat dadurch den nächsten Tennistrainer vielleicht im Team. Das heißt, dieses Miteinander beginnt, wenn man selbst die Entscheidung trifft, ich arbeite mit einem Team das Ding ganz groß auf. Das heißt, die erste Entscheidung ist, ich will gemeinsam mit meinem Team, mit einem Team groß werden. Und da, welche Verpflichtung gehe ich dann für mich ein? Manche haben ja dieses Blatt ausgefüllt mit den Verpflichtungen hier. Interview mit den neuen Associates, manche haben ja das gemacht, einfach eine Verpflichtung einzugehen und eine Unterschrift. Manche haben es mir auch zugesendet, danke an alle, die es gemacht haben oder auch in dieser Wellnessgruppe, die das reingestellt haben. Ganz tolle Dinge, die ich da gesehen habe, die Verpflichtung einzugehen, auch im 90-Tages-Plan. Unterschreiben, selbst zu unterschreiben. Ich verpflichte mich für diesen Geschäftsaufbau, nicht nur für mich, sondern auch für mein Team. Ich setze mich nicht nur rein und lege mich ins warme Bett und schaue, dass ich irgendwann reich werde, sondern ich bin auch bereit, etwas dafür zu tun, weil nur als Team können wir wirklich groß werden. So wie bei einer Fußballmannschaft. Wenn 10 stehen und einer läuft sich das Herz aus dem Leib, dann wird die Mannschaft nicht gewinnen. Da müssen alle 11 zusammenhalten. Dann kann das Team gewinnen. Dann kann sogar ein Team mit weniger Know-how gegen eine starke Mannschaft gewinnen, wo vielleicht 2 Superstars drinnen sind, aber die anderen sich nicht wirklich bewegen. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, das Team, die Energie ist wichtiger als das Know-how im Team. Die Energie und das Vorangehen. Das heißt, welche Verpflichtung gehe ich für mich ein? Und wenn ihr das macht, dann wird es ganz klar sein, welche Verpflichtung gehe ich auch für mein Team ein? Das nächste ist, welche Verpflichtung gehe ich für meine Ziele ein? Und welche Verpflichtung gehe ich für meine Visionen? Das sind 4 Dinge, die ganz wichtig sind für mich persönlich. Darum habe ich mir diese 4 Dinge auch auf einen Zettel aufgeschrieben. Ich stehe 100%ig für mich ein, ich stehe für mein Team ein, ich stehe für meine Ziele ein und ich stehe für meine Visionen. Und wenn das ein paar machen, ihr werdet sehen, nicht alle machen in eurem Team so mit, aber wenn ein paar das machen, dann entsteht ein Zusammenhalt, der enorm ist. Und dann wird es passieren, dass hier jemand sagt, nächster eingeschrieben,
Und dann sagt derjenige, ich habe den nächsten eingeschrieben und ich habe den nächsten eingeschrieben. Und jeder, der jemand einschreibt auf den zwei Ästen, wenn der Willi jetzt links jemand einschreibt auf seinem Ast, weiß er genau, er hat den Thomas unterstützt, er hat die Martina unterstützt, er hat andere unterstützt. Und wenn der Leo jemanden einschreibt auf seinen rechten Bein, weiß er, hat, ich weiß nicht, wen alle unterstützt, er selber weiß es besser, wer da alle unter ihm ist. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Und wenn mehrere Personen das wirklich ernst nehmen, dann fängt es so richtig zum Krachen an. Und dann ist es auch ganz fair, zu euren Freunden zu gehen und sagen, du, das Team, das Ding wird ganz groß. Und wenn du es noch nicht erkennst, dann gebe ich dir zumindest den Rat, registriere dich und setz dich in die Struktur. Bestell dir um 150 Euro mal ein paar Produkte. Genieß einmal diese Produkte. Und wenn es dir gefallen, mach das einmal zumindest von Monat zu Monat, dass unsere Freundschaft lange hält, weil wir beide gesund bleiben. Oder dass die Chance zumindest größer ist, dass wir gesund bleiben. Und auch wenn diese Person nach einer Bestellung wieder aufhört mit den Bestellungen, eins kannst du dir sicher sein, dann passiert vielleicht sowas wie bei der Martina, die irgendwann sagt, was habe ich? Woher soll ich 330 Leute haben? Oder andere Leute, die bei mir im Team sind, die dann sagen, puh, so wie der Thomas, ich habe jetzt 70 Leute unter mir, wo sind die hergekommen? Oder andere Leute sagen, ich habe 500 Leute unter mir, habe ich gar nicht gewusst, weil es ja die Leute, die inaktiv sind, nicht mitbekommen, nicht ins System schauen, aber auch Kunden haben die komplette Struktur, die aufgebaut wird, darunter. Und der Kunde kann jederzeit umswitchen auf Partner und dann beginnen, seine eigenen Leute zu registrieren und sich die Strukturen mit der Upline, mit all den Leuten, die da involviert sind, gemeinsam aufzubauen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Durch die Entscheidung passiert ja noch etwas. Es passiert, dass, wenn ich vorangehe, dass ich mich beginne zu entwickeln. Ich beginne mich zu entwickeln als Führungskraft. Auch wenn ich nur eine Person unter mir habe oder zwei und denen einmal helfe, Informationen zu bekommen, zu sagen, wann findet eine Veranstaltung statt? Wann ist dieser 20-Uhr-Call? Jeden Montag. Okay, ihr könnt schon Informationen weitergeben. Am Dienstag um 17 Uhr ist eine Geschäftspräsentation. Um 18.30 Uhr ist auch eine Präsentation, wo es um den 90-Tages-Plan geht. Ihr könnt jemandem den 90-Tages-Plan weiterleiten, wenn ihr im Flow seid, wenn ihr überhaupt wisst, dass es so etwas gibt. Und das ist die Entscheidung. Wie werde ich über die nächsten Jahre und nicht über die nächsten Tage zum Profi? Und dann ist gut, welches Know-how kann ich bekommen, um andere zu versorgen? Und wie kann ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten, dass die besser werden? Weil wenn du jemand was zeigst, wirst du automatisch besser. Am meisten lernst du, wenn du jemand anderen etwas lernst. Am besten lernst du Skifahren, wenn du jemand anderen zeigst, wie das geht. Am besten lernst du Tennis spielen, wenn du jemand anderen zeigst, wie das geht. Am besten lernst du das Kochrezept, wenn du jemand anderen zeigst, wie das funktioniert und es ein paar Mal gemacht hast. Und dann wirst du täglich besser. Und wenn du täglich besser wirst, dann wird auch der Wille immer größer oder zumindest die Sicherheit immer größer. Ich erreiche das Ziel hundertprozentig. Scheitern nicht möglich. Unmöglich. Und darum ist es als Team so wichtig. Jeder hat einmal seine schwachen Tage. Im Team, völlig egal, auch in einer Fußballmannschaft. Der eine ist heute einmal schwächer, der andere spielt heute Höchstleistung, miteinander gewinnen sie. Und bei uns, dir gelingt einmal eine Woche gar nichts. Keiner registriert sich, du machst genug Termine, nichts passiert. Aber jemand in deinem Team schreibt drei Leute ein und du siehst, puh, jetzt habe ich statt 20 Leute 23 im Team. Du bist voll motiviert, weil dein Geschäft ist größer geworden, obwohl nicht du ausschlaggebend dafür warst. Dann wäre es auch gut, die Person anzurufen und zu sagen, super, Gratulation, hast du geschafft. Was wir auch gerne machen, also ich mache das sehr gerne, ich weiß auch, dass das der Josi gern macht, ich glaube auch der Leo macht das, die Melanie, da weiß ich, dass sie das macht. Fast jeden Tag passiert irgendwo jemand neuer in der Struktur. Gerade in den Strukturen, die aktiv sind. Also bei der Melanie kommt jeden Tag ein, zwei, drei Leute ins Team. Das ist wirklich enorm. Und die arbeiten auch sehr aktiv. Und jedes Mal, wenn ein Neuer reinkommt, schreiben sie eine WhatsApp an die Oberen, die auch in der Struktur sind. Du hast einen neuen Partner in deiner Struktur. Die freuen sich sogar mit denen, die drüber sind und motivieren die.
Dann schreiben Sie die nächsten Personen ein und schreiben wieder denen drüber, du hast eine neue Person in deiner Struktur. Und all die, die dazwischen sind, kriegen auch eine WhatsApp. Wie ist es, wenn jetzt jemand inaktiv ist und bekommt jeden Tag ein, zwei Mal eine WhatsApp, du hast einen neuen Partner in deiner Struktur? Der wird neugierig. Der will dann wissen, wie kann das sein, dass meine Struktur immer mehr wächst? Oder manche haben dann schon gefragt, ja, und wie kann ich dran verdienen? Und dann hat man denen erklärt, wenn du selbst Associate bist, mit 100 Punkten qualifiziert bist, eine Person links und rechts selbst qualifiziert hast, dann bist du schon provisionsberechtigt. Und wenn du dann selbst Spaß dran findest, deine Strukturen gemeinsam im Team miteinander aufzubauen, dann wird es immer mehr Einkommen werden. Und irgendwann wirst du auf Urlaub sein, 2 Wochen, keinen Internetanschluss, du kommst nach Hause und hast 50 Leute mehr im Team. Und hast in diesen 2 Wochen mehr verdient, als der Urlaub gekostet hat. Ich kenne einige, wo das so ist. Und alleine mit dieser Vorstellung zu sagen, okay, aber wenn jetzt ein anderer aus dem Team auf Urlaub ist, den will ich jetzt auch überraschen. Ich schaue, dass ich, so gut es geht, jede Woche mehrere Leute ins Team bringe, damit jeder im Team davon profitiert, der irgendwo in irgendeinem Ast beteiligt ist. Und wahrscheinlich ist fast jeder, der hier im Call ist, hat irgendwelche Leute unter sich, die er nicht kennt, die irgendwo aus der Upline eingeschrieben worden sind. Oder wo zumindest die Upline beteiligt war, mitgeholfen hat oder sonst was. Aber jetzt stellt euch einmal vor, wenn jeder für sich sagt, ich mache es nicht nur für mich, sondern für das ganze Team, und jeder schaut, ich möchte da mehr erreichen fürs Team, für die Gemeinsamkeit und jeder trainiert dementsprechend und macht auch täglich die richtigen Dinge. Dann werden alle am Siegerpodest stehen. Lasst sich nicht verhindern. Und wir sind ein Team und da kann sich jeder denken, gebe ich genug fürs Team? Gebe ich genug, dass das Team zum Winning-Team gehört? Oder nehme ich mir vor, einen Kontakt am Tag, sind 2 Minuten, jemanden anzurufen, vielleicht 5 Minuten. Okay, dann kann ich auch sagen, ich habe 5 Minuten heute investiert, ist halt ein Nein geworden. Was hat es dem Team gebracht? Wahrscheinlich nicht sehr viel, hätte aber was bringen können. Es war zumindest eine Chance. Nur die Frage ist, was ist, wenn ich nicht nur 5 Minuten am Tag dem Team oder mir selbst zugutekomme, sondern ich sage jeden Tag 1 Stunde. In einer Stunde kann ich, mit 5 Minuten kann ich auf jeden Fall mehr als 20 Leute, in 1,5 Stunden, Entschuldigung, 1,5 Stunden kann ich 20 Leute anrufen. Für den einen brauche ich vielleicht 3 Minuten, für den anderen 5 Minuten, für den anderen nur 1 Minute. Manche erreiche ich gar nicht. Ich habe viele Pläne gesehen, mir sind viele Pläne zugesendet worden, da steht oft oben, ich mache 3 Kontakte am Tag. Okay, oder 2 Kontakte am Tag. Da denke ich mir, okay, du rufst jetzt 2 Leute an mit 2 Minuten. Das heißt, du hast dir vorgenommen, 4 Minuten am Tag zu arbeiten. Und da steht manchmal auf den Plänen, aber ich will 3.000 Euro im Monat verdienen. Also ich kenne kein Angestelltenverhältnis, wo du 4 Minuten am Tag arbeitest und 2.000, 3.000 Euro im Monat Einkommen beziehst. Also wenn jemand so einen Chef kennt, kurzes Handzeichen, für 4 Minuten 3.000 im Monat. Warum soll es dann im Network Marketing so sein? Ich glaube, das ist ein Beruf wie viele andere. Und soll doch mal bewusst sein, welchen Einsatz gebe ich für den Output, den ich mir erwarte? Habe ich mir erwartet 1 Stunde Input? Okay, dann soll ich ruhig in 3 bis 5 Jahren meine 2.000, 3.000 verdienen. Wenn ich aber sage, okay, nein, 2, 3 Stunden am Tag, dann kann es auch realistisch sein, dass ich nach 2, 3 Jahren auch 5 bis 10.000 schon verdiene. Aber es sollte in einer Relation stehen, wo ihr auch sagt, ja, Input und Output zahlt sich aus über eine gewisse Zeit. Und seid ihr euch ehrlich, ist der Input auch wirklich mit dem, was ihr euch erwartet, in einer Relation, wo ihr sagt, das ist in Ordnung? Ich glaube, die Nicola Stauder hat ja das verteilt. Ich finde das sehr gut. Ich habe sie auch in die Gruppen gesendet. Ich finde es ganz toll, dass es etwas gibt. Ganz logisch, Leo, ganz spitze. Das ist wichtig. Teilt diesen 90-Tages-Plan mit eurem Team. Ich bin heute noch einmal am Steg gelegen bei mir in der Sonne und bin den 90-Tages-Plan noch einmal durchgegangen. Ich habe mir den angeschaut. Ich habe noch einmal Sachen gefunden, wo ich es noch einmal überdacht habe. Ich habe auch von der
von den Kuvas das durchgelesen, was die da schreibt, die Käthe Kuva. Ich habe meine Sachen ausgefüllt. Ich habe wirklich mit dem auch gearbeitet, weil wenn es ich nicht mache, wie soll ich dann jemand anderen sagen, hey, du weißt nicht, wie es funktioniert? Druck dir doch, danke Leo, druck dir doch den 90-Tages-Plan aus. Und wenn ich das nicht erklären kann, der 90-Tages-Plan ist fast selbsterklärend. Vielleicht hast du noch nicht viel Ahnung, aber du kannst jemand eine Anleitung geben, wie er den Videorekorder bedient oder den Fernseher. Auch wenn du kein Techniker bist, du kannst jemand eine Anleitung geben, dass der diesen Fernseher aufdrehen kann. Du kannst jemand eine Anleitung geben, dass er beim nächsten Call dabei sein kann und wann die Calls sind. Du kannst jemand einen 90-Tages-Plan geben, den kann er ausfüllen und dann kann er sich die Informationen holen, die er dafür benötigt, um erfolgreich zu werden. Jeder kann diese Liste ausfüllen, soll, ist, Vergleich. Wie viel Kontakt habe ich mir vorgenommen? Wie viele Termine? Und dann sagt, ist mein Ziel, was ich die nächsten 30, 60 und 90 Tage habe, mit dem konform, was ich auch an Aktivitäten für mich entschieden habe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in dieser Relation. Besprecht das mit eurer Upline. Besprecht das mit Crossline, mit anderen Leuten. Besprecht das ruhig mit 4, 5 Leuten. Derjenige, der seine Ziele und Visionen kommuniziert und sich auch darüber sprechen kann und anderen zeigt, erreicht sie meistens auch eher, weil er auch voll dahinter steht, hinter dem, was er aufgeschrieben hat. Das geht in Energie über. Das ist auch ganz toll. Thomas nickt auch, der dürfte das kennen. Alles, was du nicht nur denkst, sondern auch kommunizierst und aussprichst, kommt eher in die Realität. Und darum füllst du die Sachen auf. Wenn ihr davon noch gar nichts gehört habt, von 90-Tages-Plan, kommt es auf jemanden zu, der schon 90-Tages-Plan kennt, gerne auch auf mich. Geht eure Upline zu, sucht euch jemanden, mit dem ihr mindestens ein, zweimal in der Woche euch absprecht, was ihr vorhabt, was ihr getan habt, ob es auch die Ziele erreicht worden sind und wenn nicht, warum sie nicht erreicht worden sind. Es ist eine Lehre. Es ist tägliches Lernen, um Profi zu werden und irgendwann als Führungskraft eine große, wirklich große Struktur auch unterstützen zu können. Seid jetzt schon bereit, wenn ihr sagt 5.000 bis 10.000 Euro im Monat, seid jetzt bereit, dass ihr für 5.000 bis 10.000 Euro im Monat eine Organisation von mindestens 1.000 Leute haben werdet. Wenn ihr eine Organisation von 1.000 Leuten habt, seid froh, wenn ihr da hier und da auch Tipps geben könnt, weil ihr euch damit beschäftigt habt, damit andere auch wieder erfolgreich werden. Und irgendwann habt ihr vielleicht 10 Leute im Team, die 1.000 Leute im Team haben, dann ist eure Struktur auf einmal 10.000 Leute groß und ihr verdient 100.000 im Monat. Indem ihr nur ein paar Leuten geholfen habt, wie es geht, da richtig zu beginnen, die richtige Entscheidung zu treffen, als Führungskraft zu starten und dann das Notwendige zu lernen. Und auch mit dem täglichen Tun entwickelt ihr euch weiter. Ihr werdet besser, ihr werdet in der Praxis besser. Das ist im Network Marketing so, das ist im Sport so, das ist bei allen Dingen so. Wenn ich 10-mal das gleiche Gericht koche, wird es immer wahrscheinlicher. Wenn ich 10-mal den gleichen Kuchen, das gleiche Rezept packe, dann kann ich es irgendwann im Schlaf und es wird mir noch immer gelingen. Beim ersten Mal, ja, wird es vielleicht nicht so werden, wie ich es mir vorstelle. Und das gleiche im Network Marketing, die Gespräche und alles, das ist alles eine Übungssache. Die Frage ist nur, wie viel Zeit am Tag bin ich bereit, in meine Vision zu investieren? Sind das wirklich nur 2, 3 Kontakte mit 6 bis 10 Minuten am Tag und erhoffe mir dafür einen enormen Output? Oder habe ich vor, was kann ich heute tun? Welche Leute kann ich heute aktivieren, damit sie mit mir ein Team bilden und wirklich, wirklich groß das Ganze vorangeht? Da brauchst du nicht viel Wissen, da genügt die Energie, dass Leute sagen, okay, dann lernen wir es gemeinsam, aber machen wir das Ding groß, lass uns das gemeinsam rocken. Und dann werden sich Leute anschließen. Und dann wird es Leute geben, die für die nächsten paar Monate wenig Zeit haben. Aber wenn du für dich gehst und für dein Team und trotzdem Leute da ins Team kommen, dann werden die irgendwann einmal sagen, danke, dass du in der Zeit, wo ich nicht konnte, da die nächsten 50 Leute drunter getan hast. Ich bin jetzt voll bereit, da durchzustarten, aber mit dieser Basis fällt es natürlich deutlich leichter, irgendwann damit auch in die Freiheit zu kommen, in die finanzielle und zeitliche Freiheit. Das heißt, wenn es für euch irgendwann passiert ist, dass ihr ein paar Leute unter euch habt, mit eurer Upline oder durch eure Upline oder durch andere, denkt mal darüber nach, was könnte ich geben, dass es anderen genauso geht, dass andere die gleiche Voraussetzung erleben.
Und das wird eine Dynamik entstanden, stehen, wenn das mehrere machen. Stellt euch vor, 10 Leute schreiben 10 Leute ein im Monat. Kommen da 100 Leute in jeden Ast dazu im Monat. Da geht wirklich was ab. Da reden wir bald von zigtausend Leuten. Und Bob Proctor sagt, das ist alles nur eine Entscheidung. Es ist nicht geschrieben, wie langsam oder wie schnell es gehen soll. Das entscheidest du. Wie schnell du dein Ziel erreichst, das entscheidest du selbst. Das ist deine Entscheidung. Niemand gibt vor, das braucht so lang, um Executive zu werden. Manche werden es in 1,5 Wochen, manche werden es in 5 Jahren. Jeder kann entscheiden, soll es schneller gehen, will ich es schneller haben, wie bringe ich mich in das Ganze ein. Und ihr werdet sehen, es ist alles Energie. In dem Moment, wo du die Entscheidung triffst zu starten, kommst du mit Leuten in Kontakt, die sich sofort registrieren lassen. Bei denen es oft sehr viel scheitert und viele Neins passieren, da ist oft die eigene Entscheidung noch nicht da. Die haben sich noch nicht entschieden, ich will es groß haben. Die kriegen die meisten Neins. Und andere, wo man sich denkt, hallo, der weiß gar nichts, der ist nur lustig drauf und hat Spaß dran und hat sich klar entschieden, dass das Ding groß wird und die Leute beschreiben sich bei denen nach der Reihe ein, obwohl der nichts weiß über Produkte. Er weiß nicht einmal, wie die Ränge entstehen, gar nichts. Er weiß nur, wie man registriert, wie man Bestellungen macht und einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts und auf einmal wachsen die Strukturen bei den Leuten. Wichtigste ist wirklich Spaß daran zu haben. Wenn die Leute merken, dass ihr Spaß daran habt, dann werden sie gern dabei sein. Und wenn sie das Gefühl haben, dass ihr es ernst meint, da durchzustarten, werden sich Leute sogar registrieren. Das ist auch bei mir entstanden und bei manchen anderen im Team, das weiß ich auch, weil ich da die Gespräche mitgeführt habe teilweise oder es im Nachhinein gehört habe. Da haben sich Leute registriert, die gesagt haben, du, ich habe jetzt die nächsten Monate keine Zeit, aber ich registriere mich, weil wenn das Ding groß wird, in 3, 4 Monaten habe ich mehr Zeit, habe ich meine Projekte abgeschlossen, da starte ich los, aber ich will jetzt schon in der Struktur sitzen. Ich möchte jetzt in der Zwischenzeit zumindest die Produkte kennenlernen als Anwender. Und wenn ich dann losstarte mit dem Business, dann habe ich vielleicht schon die eine oder andere Person unter mir. Das ist alles gut. Wenn nicht, kenne ich zumindest dann schon die Produkte. Was für Fragen habt ihr dazu? Wenn jemand eine Frage hat, einfach laut stellen. Gerd, wie geht man mit dem Blatt um, Commitment Sheet um? Und du hast es in die Gruppe rausgeschickt. Ja, wer schickt das wem dann zurück oder mit wem bespricht man dieses Thema? Die Frage ist ganz gut. Bei dir sollte es jeder von deinen Direkten von dir bekommen, Josie, dass das du ihm erklärst und sagst, was sollen deine Ziele sein? Und füll das bitte aus und schick mir es innerhalb der nächsten 24 Stunden. Mhm. Wenn diese Person es nicht tut, dann geh eine Stufe tiefer und helf den Leuten, die unter der Person sind, damit diese Person diese Sheet kennenlernt. Ich arbeite teilweise in der 6., 7. Linie, weil 5 Leute dazwischen inaktiv sind. Völlig egal. Jeder soll ja die Chance haben, das sein optimales Leben zu leben. Ich habe auch fast mit jedem, mit dem ich direkt arbeite, der gesagt hat, ich möchte ein großes Ziel erreichen oder ein mittelgroßes, was halt für diese Person ein großes Ziel ist, egal wie der Betrag ist, der monatlich rauskommen soll, mit so gut wie jedem habe ich ein wöchentliches Gespräch. Und manche nicken da jetzt gerade, weil da einige jetzt hier im Call sind, mit denen ich jede Woche eine halbe Stunde lang ein Gespräch habe. Wo wir analysieren, was ist passiert die letzte Woche, was soll die nächste Woche passieren? Wie schaut deine Checkliste aus? Hast du sie ausgefüllt? Was ist dir gelungen, was nicht? Was können wir besser machen? Da geht es nicht darum, du hast deine Aufgaben nicht erledigt. Wir sind keine Schule. Es geht darum, sein eigenes Ich so zu stärken, dass die Person es gerne und freiwillig macht und irgendwann sagt, danke, dass du mich so lange begleitet hast. Jetzt ist der Knopf aufgegangen und jetzt machen wir das Ding ganz, ganz groß. Und um das geht's. Jeder sollte sich so einen Buddy, eine Vertrauensperson suchen und mit dieser Vertrauensperson mindestens einmal in der Woche ein Schuhfix haben, wo man sich abstimmt, was ist passiert. Wenn das viele Leute gemeinsam im Team machen, welche Energie entsteht da?
Jeder, der jemand registriert, sollte sagen, pass auf, du hast viel noch zu lernen. Ich möchte mit dir einmal in der Woche eine halbe Stunde machen. Ich habe den Thomas gerade um 19 Uhr gemacht. Wie schreibt man jemanden ein? Ich bin das komplett mit ihm durchgegangen. Ich habe ihm gezeigt, wie macht man eine Bestellung? Ich habe ihm gezeigt, wie macht man ein Autoship? Die wichtigsten Dinge, das er als Basics hat. Okay, wo werden die ersten Leute gesetzt, die er einschreibt? Einen links, einen rechts. Außer die zwei kennen sich. Dann untereinander. Einfach Basics, die man in einer halben Stunde jeden Neuen auch erklären sollte, dass der eine Chance hat, zu spüren, hey, da ist Unterstützung, da geht was ab. Darum, alles, was Unterlagen sind, macht es in solchen Buddy-Gesprächen. Und ihr solltet, die meisten haben ja eh keine 10 Leute eingeschrieben, da kann ich doch 10-mal eine halbe Stunde in der Woche, das sind 5 Stunden in der Woche für Geschäftsaufbau, wo ich meinem Team helfe zu wachsen, dass die auch wieder duplizieren. Dass mein Team exponentiell wächst und nicht, dass es nur von meinen Einschreibungen abhängt, ob das Team wächst. Mhm. Aber da sage ich auch wieder, Führungskraft vorangehen. Du bist dann Führungskraft, wenn du jedem zeigst, dass du pro Woche selbst jemanden registrierst. Du bist dann Führungskraft, wenn du schaust, dass jede Woche oder so gut wie jede Woche irgendjemand in deinem Team jemand registriert hat, wo du mitgeholfen hast. Oder wo du jemand geholfen hast, einen neuen Rang oder seinen ersten Rang, 2 Leute und er ist Consultant. Du hast jemand geholfen, den du direkt registriert hast, der Consultant wird. Und das Lustige ist, wenn du diese Dinge tust, sammelst du ja für diesen Manager und Director und Executive Pools auch Punkte und kriegst noch extra bezahlt sogar. Nicht nur an den Cycling, an den Umsätzen, die dadurch entstehen, wenn du jemanden einschreibst oder jemand aus deinem Team jemanden einschreibt, verdienst du auch immer mehr Geld. Gut, aber du kriegst noch extra Boni dazu. Das heißt, für jeden, der Führungskraft ist, sollte sich entscheiden dafür, ich bin bereit, durch meine Leistung, aber auch durch meine Investition in andere Menschen, dass das Team jede Woche wächst. Eine Woche, wo das Team nicht wächst, das darf es gar nicht geben. Klar kann es einmal geben, aber es sollte es nicht mehr geben. Jeder sollte mindestens eine Person pro Woche registrieren. Manche machen halt mehrere. Und wir sehen das Team in Italien, die haben sich zusammengeschweißt von dem, was ich spreche. Die schreiben im Schnitt zwischen 10, der Beste, bis zu 150 Leute im Monat. Das kann man sagen, Zufall. Aber jetzt sind die eine Gruppe, wo das jetzt mehrere schon machen. Also es ist nicht Zufall, es ist wieder Energie. Und wenn sich auch 10 Leute entschließen, jeder schreibt einen ein, dann wird euer Team um 10 Leute die Woche größer. Das sind 40 im Monat. Oder bei 250 Wochen mal 10, 520 Leute im Team dazu, ohne der Duplikation der neuen. Wahrscheinlich sind es dann 2.000, 3.000 Leute Ende des Jahres, wenn sich ein paar zusammentun. Und da kann jeder seine Freunde jetzt nochmal anrufen den nächsten Tag und sagen, du, ich habe jetzt eine ganz andere Energie, ich baue mir das Ding auf und ich möchte dich zumindest in meiner Struktur haben, dass du drinnen sitzt. Und wenn du in 5 Jahren sagst, er hat sich nicht ausgezahlt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann hast du alleine durch mich und durch mein Team, das ich aufbaue, unter dir schon etliche Leute. Hunderte Leute wahrscheinlich. Das heißt, du kannst auch in 3 Jahren dann sagen, war die richtige Entscheidung deines Lebens. Aber du wirst nicht erleben, dass deine Struktur nicht größer wird. Die Garantie gebe ich dir. Darum, jedem die Chance geben, zumindest dabei zu sein und dann zu sagen, pff, ich habe das damals nicht erkannt, dass das groß werden wird. Du kannst natürlich auch deinen besten Freunden in 5 Jahren dann sagen, ich habe jetzt 20.000 Leute im Team, aber dir habe ich nichts erzählt. Schade, dann musst du die nämlich jedes Mal auf den Urlaub einladen. Wenn die registriert sind und selber ihr Geld verdienen, dann fahren die mit dir auf Urlaub und sie zahlen sich selbst. Wer hat noch Fragen dazu? Wenn nicht, ich glaube, es war einiges dabei, wo man drüber nachdenken kann. Verarbeitet einmal das ganze Thema, geht in euch, spürt einmal hin, will ich überhaupt was Großes auf die Beine stellen im Team? Wer jetzt sagt, okay, ich bin keine Führungskraft, ich traue mich nicht, ihr seid im Team eingebettet. Ihr braucht keine Angst haben, wir sind eine Gruppe und ihr habt Leute um euch, die euch da voll mitnehmen mit den Stärken, die wir als ganzes Team haben. Ihr seid eingebettet und geht da komplett mit Richtung Ziel. Das ist überhaupt kein Problem. Das muss sich nur jeder selbst bewegen wollen und dazulernen wollen und sich verbessern wollen. Und ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Feiertag noch. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich werde
das auch teilen, damit ihr vielleicht das mit eurem Team auch durchgeht, was da heute in diesem Call drinnen war. Sendet das an euer Team weiter, sagt ihnen auch, hört euch diese 37 Minuten an und lasst uns dann darüber reden. Und ich sage danke, dass wir so eine tolle Truppe sind. Tschüss und schönen Abend.